Falls du günstige Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten und Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14 Karrieremodus, Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers und dem FC Liverpool. Und ja, wir sind endlich wieder angelangt bei einer neuen Karrierefolge und ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wen ich jetzt verpflichten werde, denn wir haben einiges an Geld zur Verfügung. Ich werde mal das gehältertechnisch hier so ein bisschen aufsplitten und ja, dann mal schauen, was jetzt hier letztendlich möglich ist. Und ich habe gesagt, wir brauchen unbedingt einen neuen Rechtsverteidiger und da werde ich jetzt euch mal zuerst zwei Stück zur Auswahl geben, beziehungsweise ich werde euch einfach mal zwei präsentieren, die ich hier parat habe. Einmal Danilo von Porto, den finde ich richtig gut. Oh, was? Mitarbeiter ausgelastet. Ich kann ihn nicht scouten. Okay, dann kann ich ihn zumindest mal auf meine Wunschliste setzen. Dann fand ich auf jeden Fall noch interessant Montoya. Der spielt bei Barcelona. Der ist noch relativ jung. Also ist gleichaltrig. Mit Danilo. Dann haben wir ja noch jemanden aus der Bundesliga auf der rechten Seite. Vielleicht als Backup. Xherdan Shaqiri. Wurde ja auch mal in der Vergangenheit mit Liverpool in Verbindung gebracht. Bayern soll da aber einen Riegel vorgeschoben haben, dass sie ihn nicht abgeben wollen. Dann haben wir noch Max Meyer von Schalke. Der hat eine ja, sehr gute Zukunft vor sich. Und so als Backup-Zehner wäre das gar nicht schlecht. Zumal der, glaube ich, nicht so viel kosten wird. Und ich hätte jetzt noch zwei Stürmer zur Auswahl. Und zwar einmal Lacazette. Der hat eigentlich auch ja, einen sehr guten Wert. Und dann noch etwas älter, aber auch schon ein paar Rating-technisch ist der deutlich höher. Und zwar Edin Dzeko, kennen wir auch noch aus der Bundesliga. Werde ich auch mal auf die Wunschliste setzen. Den brauche ich auch noch nicht mal scouten. Und theoretisch müsste ich gucken, bräuchte ich jetzt noch einen richtigen Stürmer. Ich könnte Sturridge als Stürmer spielen lassen, das würde gehen. Dann auf A10 ist Lallana und Coutinho. Rechts haben wir Markovic als Ersatz, links Rodriguez. Was oder wo bräuchte ich noch Spieler? Ich bräuchte noch einen Innenverteidiger, theoretisch. Und, also ich bräuchte noch einen Innenverteidiger mit so einem 75er Rating. Dafür würde ich dann Touré abgeben und ich brauche noch einen defensiven Sechser. Und der Rest steht eigentlich soweit. Die Frage ist, ob ich dann mit zwei Stürmern spielen werde. Und dann, hier, was wollte ich sagen? Und dann nur mit einem Sechser spiele. Also mit einem richtig defensiven Sechser. Oder Sturridge und Balotelli in den Sturm stellt. Da gibt es einige Möglichkeiten. Ich werde es erstmal abwarten. Wir gucken jetzt hier erstmal, ob hier noch transfertechnisch was passiert. Aktuell ist aus Italien. Und Schalke hat den Tausch von Touré gegen Ayhan akzeptiert. Und der kriegt 5 Jahre und auch sporadischer Spieler. Das geht, denke ich mal, so in Ordnung. Der wird auf jeden Fall mal den einen oder anderen Einsatz bekommen. Und da muss ich jetzt mal hier einen Scout freimachen. Der ist in Deutschland, Italien. Ich glaube, der italienische ist ein bisschen unnötig. Den müssten wir jetzt auch theoretisch hier wieder hier beobachten. Den können wir schon streichen, weil den werden wir gleich haben. Mayuka. Oder Mayuka noch zusätzlich als Backup, das geht auch. Aber auf jeden Fall hier erstmal alles auf die Wunschliste, beziehungsweise alles beobachten. Shaqiri hatte ich den schon? Ja, Montoya auch, so. Also ich weiß nicht, Danilo oder Montoya, ich werde den nehmen, der günstiger ist. Die sind sich, glaube ich, vom Rating beide ähnlich. Die haben irgendwie so 77, 78. Und jetzt noch ein Angebot für Touré anhalten von Schalke. Ja, ist ja jetzt der Tausch gegen Ayhan, ist ja jetzt kurz vorm Abschluss, also das wäre jetzt ziemlich egal. Die wollen den auch so haben, das heißt, das passt da auch. Touré geht auch dahin, wo die Mannschaft ihn haben möchte. So, dann haben wir ein Transferangebot für Sturridge, 32 Millionen Arsenal. Ich werde das jetzt einfach mal Angebot ablehnen, künftig untersagen. Ich werde ihn nicht verkaufen, steht an dieser Stelle fest. So, Shaqiri sei schon. Ayhan jetzt akzeptiert, da ist der Spielertausch erfolgreich abgelaufen. Aber wir haben den Scout-Abschlussbericht zu Shaqiri und aktuell ist aus England. Da gucken wir gleich nochmal drüber. Auf der rechten Seite hatten wir Markovic als Backup. Shaqiri könnten wir
theoretisch. Ich müsste jetzt erstmal gucken. Also der Stürmer wird definitiv als letztes kommen. Also erstmal, glaube ich, können wir mit, wie machen wir das? Ich glaube, wir fangen... Wo fangen wir an? Mit dem Rechtsverteidiger. Der ist erstmal am wichtigsten. Deshalb haue ich bei beiden mal eine Anfrage raus. Und bei Meier als Backup hauen wir auch mal eine Anfrage raus. Und, so. Shaqiri. Hau ich auch mal eine Anfrage raus. Ich brauche noch einen defensiven Sechser. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Wenn ich da nehme. Ich hätte eine Idee, die wahrscheinlich etwas teuer wäre, um die umzusetzen. Glenn Johnson, 3,5 Millionen Angebot. Da fordere ich einfach mal 5. Vielleicht kriege ich den da so hochgetriebenen Preis. Warum nicht? UPR ist ja jetzt auch nicht arm. 23 Millionen, Maya. Okay, das ist sehr teuer. Müssen wir gleich mal gucken. So, oh, 6 Nachrichten. Aktuelles aus Spanien. 3,9 für Johnson. Wird konkreter. 4,4, sage ich mal. Schauen wir mal, ob das was wird. Dann Anfrage zu Montoya 12,5. Danilo 18,5. Shaqiri 22. Steven Gerrard, ja, sagt, dass es vielleicht die letzte Saison wird. Ne, ist ja jetzt auch schon einen Tacken älter. Gucken wir doch mal auf die Wunschliste. So, Danilo. Ich bereite jetzt bei beiden einfach mal ein 10-Millionen-Angebot vor. Beziehungsweise 9 Millionen. Und dann schaue ich einfach mal, in was für eine Richtung dann tatsächlich die Preise gehen werden. Ich glaube, die sind auch tempotechnisch ziemlich gleich. Das ist, glaube ich, ziemlich egal, wen ich nehme. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beide ziemlich ähnlich sind von der Bewertung her. Meier fange ich mal niedrig an. Also ich glaube nicht, dass er so viel wert ist. Ich fange mal mit 7 an. Ich habe keine Ahnung, was für einen hohen Stellenwert der hat. Shaqiri. Ich kann mal 10 bieten, aber da haben wir mit Markovic eigentlich auch einen guten als Backup. Frage ist, ob wir den Kader hier tatsächlich vielleicht sogar an der falschen Stelle erweitern. Ich hätte jetzt noch einen Spieler, den ich sehr interessant finden würde. Den suche ich mal bei hier in dieser Detailsuche. Und zwar Liga, Bundesliga, Team Dortmund. Und zwar finde ich da relativ interessant den Gündogan, den ich mal auf die Wunschliste setze und auch mal eine Anfrage starten werde. So als Kreativsechser wäre das gar nicht schlecht, aber wir bräuchten einen defensiv orientierten Sechser auf jeden Fall noch. Ilkay Gündogan richtig teuer, okay. Gehe ich erstmal ein paar Stufen runter. Also müssen wir gucken, wer dann tatsächlich was kosten soll. Karriere von Gerrard. Da hat ja irgendeiner schon wieder geplaudert. Dann Scout-Abschlussbericht zu Montoya. Aktuelles aus Deutschland. Inakzeptabel Montoya. Inakzeptabel Porto. Und 4,3 für Johnson. Das geht dann in Ordnung. Da habe ich nichts gegen. Und dann Abschlussbericht zu Lacazette. Danilo. Ich biete bei beiden jetzt einfach. Also ich weiß nicht, ob Danilo besser ist, aber wenn er so viel wert ist. Also Montoya reichen anscheinend 10 aus. Ich glaube, dann werde ich Montoya nehmen. Der ist ja deutlich günstiger. Hat eine 77er Bewertung. Hat er Danilo eine 78er? Das würde mich mal interessieren. Biete jetzt einfach hier mal 11 Millionen. Mal schauen. Also ich glaube, Danilo, ja wahrscheinlich. Danilo ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal schauen. So, erstmal hier gucken, was der Scout sagt. Vielversprechend jede Position. Brauchen wir da irgendwas? Hätte jetzt gesagt, noch ein Innenverteidiger. Der Antonio Rüdiger. Ist auch nicht schlecht. Ist ja auch mal auf die Wunschliste. Ansonsten ist hier nichts mehr. Wir haben noch defensives Mittelfeld, Stammspielerqualität. Da wollte ich gesucht haben. Song, Fernando, Flamini. Auch nichts, was ich haben möchte. Da war ich schon drauf. Vertragsdauer 0 bis 1. Ach, der Uche hat nur noch ein Jahr Vertrag. Dann könnte der als Stürmer natürlich auch in Frage kommen. Dann machen wir eine Anfrage. Na dann, 30 Jahre alt. Der hat, glaube ich, eine 80er Bewertung oder so. Ist relativ schnell. Wäre gar nicht schlecht. Haben wir hier noch Stürmer? Kasaki. Na, auch nichts, was mir gefällt. Vargas ist immer noch verliehen.
Und defensives Mittelfeld begeistert mich auch noch keiner. Müssen wir auch mal schauen. So, spielen wir erstmal hier. Simulieren wir. Ich glaube, ich werde die Testspiele alle simulieren. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich schaue jetzt erstmal. Einfach mal die beste Aufstellung hier spielen lassen. Gibt auch direkt ein 3-1. Stark. Ganze Offensivreihe getroffen. Inklusive Balotelli. Dann haben wir ein Transferangebot für Burini. Ja. So in die Richtung. Gar nicht schlecht, weil den möchte ich auch auf jeden Fall loswerden. Da habe ich jetzt hier keine Interesse dran. So, Bayern, Schalke, Dortmund, alle abgelehnt. Also Meier kostet eine Ecke mehr, als ich dachte. Also, das ist natürlich ein richtiges Karrieremodus-Biest. Also 6,5 für Uche. Bietet hier ein anderer Verein. Und was fordert Villarreal? 9. Wenn ich jetzt 7 biete, wenn ich jetzt 6, 6,5 auch biete. Die Frage ist, ob ich einen 30-jährigen Stürmer so dringend brauche. Das ist dann am Ende auch die Frage. Bayern, Shaqiri. Ich muss erstmal gucken. Ich brauche erst einen defensiven Sechser. Henderson, Ellen. Ich bräuchte noch ein Backup. Meier ist jetzt der Abschlussbericht. Wissen wir jetzt auch, dass der eine 75er Bewertung hat. Wen ich ganz interessant finde, ist noch von... Oder... Ja, ich sag's euch gleich. Ich kann hier auch den Namen suchen. Der ist sehr defensiv orientiert. Wanyama von Southampton. Victor Wanyama setze ich auch mal auf die Wunschliste. Hat eine gute Saison gespielt. Müsste jetzt auch so 74, 75 haben. Oh, 7 neue Nachrichten. Abschlussbericht zu Danilo. Hat der 78? Ne, der hat auch 77. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall den Montoya. Transferangebot für Steven Gerrard von Frankfurt. Stark. 4,3 von Torino, das nehme ich an. Und Gerrard, nee, auf keinen Fall. Das ist ja witzig, Frankfurt. So, Malaga. Aber das heißt, Uche ist so gut wie in Malaga. Porto 14 Millionen. 21 Millionen. Arsenal will Dzeko. Okay. Haben wir hier schon, ja. Ja, dann nehme ich Montoya für 10. Und Villarreal hat 6,5 auch für Uche akzeptiert. Brauche ich aber nicht unbedingt. 17,5 für Meier. Kann ich noch irgendwas drauf bieten? Könnte noch den Suso drauf bieten. Dann mache ich mal 14 Millionen, wer weiß. So, wir haben... Barcelona hat akzeptiert 10 Millionen für Montoya. Das ist sehr schön. Der ist auch da nur sporadischer Spieler. Mir ist er essentieller Stammspieler. Komm zu mir. Komm her. So, Spieler verkauft. 3,7. Kann ich sie was fragen? Ach, der will hier, dass ich rotiere. Auswärtsspiele Malaga, wie gesagt, die Testspiele jetzt hier erstmal. Können erstmal in den Hintergrund geschoben werden. Ich lasse mal jetzt ein paar andere Spieler spielen. Rotiere ja einfach mal alles durch. Auch Sarko darf mal spielen. Jay Rodriguez, den wir neu gekauft haben. Allen, warum nicht? Mal für Henderson. Ach, wir haben ja auch noch Chan. Theoretisch brauchen wir dann noch einen Sechser. Allen haben wir auch noch. Wir haben Allen, Henderson. Brauche ich da unbedingt einen Sechser, ist die Frage. Komm, ich lass Ayan auch mal spielen. Wäre jetzt so... Also, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt nötig ist. Dann, wenn ich sage, dass Sturridge rechts außen spielt, dann wohl eher noch ein rechts außen Backup. Ich habe keine Ahnung, muss ich mal schauen. So, auswärts in Malaga. Machen wir mal weiter. Wie gesagt, die ganzen Testspiele jetzt simuliere ich einfach mal. Auswärts in Malaga ein 2-1 Sieg. Balotelli hat schon wieder getroffen. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Schön. So, wir haben eine Nachricht. Verhandlungsende. Ja, Uch hat sich gegen für Malaga entschieden. Das ist kein Problem. Wir haben jetzt hier auch hier Uche Montoya hat akzeptiert. Damit haben wir unseren Rechtsverteidiger. Das ist auch gut. Scout-Abschlussbericht zu Antonio Rüdiger. Was aus Spanien gefunden. Und Burino ist jetzt. Burini ist jetzt auch weg.
Gucken wir doch mal in unsere Mannschaft rein. Da haben wir jetzt unsere größte Problemposition erstmal verbessert. Zumal Flanagan ja auch nicht schlecht ist. Und Ayan hat sich auch direkt verbessert. Sehr schön. So. Montoya. Haben wir hier spanische Außenverteidiger. José Enrique hat sich jetzt auch auf 78 entwickelt. Oder war der bei 78? Nee, ich meine, der hat sich auch entwickelt. Wenn ich mich nicht täusche. Auch gut. Ja, Ayhan. Auch sehr schön. Sterling ist nominell auch ein Rechtsaußen. Sollte ich dann nicht eher nach einem Linksaußen gucken? Ich hab keinen richtigen Linksaußen bis auf Jay Rodriguez. Kann das sein? Das kommt sehr gut hin. Ja, dann stelle ich den Sechser jetzt erstmal in den Hintergrund. Hol dann mit Wanyama vielleicht noch ein Backup des Backup des Backups. Aber da ist mir ein linkes Mittelfeld gerade deutlich wichtiger. Zumal wir so viele Baustellen auch nicht haben. Nur die Frage ist, wir müssen in der Breite investieren. Wir haben eine Dreierbelastung. Müssen wir mal schauen. So, Schalke inakzeptabel. Wir sind an Suso nicht interessiert. Dann 16 Millionen. Die haben nach 17,5 Millionen, haben sie, glaube ich, letzte Mal gesagt. Aber Meier wäre schon richtig stark. So, das simulieren wir jetzt auch. So, mal schauen. Gibt ein 2:0. Doppelpack Lallana. Sehr schön. Lallana kann auch noch rechts spielen. Ich glaube, rechtes Mittelfeld hat sich an der Stelle erledigt. Aber ein linkes Mittelfeld wäre gut. Mittelfeld. So, globales Transfernetzwerk. Was hast du da noch für mich? Stammspielerqualität. Sturmtechnisch. Ich glaube, da bin ich dann tatsächlich ausgesorgt. Glaube ich sogar jetzt. Mittlerweile weiß ich es sogar. Dann haben wir hier noch Spieler, dessen Vertrag ausläuft, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Müsste hinkommen. Ist hier noch was Gutes dabei? Ateta. Der wäre noch eine defensive 6. Das ist gar nicht schlecht. Da frage ich mal an. Das ist gar nicht schlecht. Oliver Sorg. Ist auch kein schlechter Sechser. Ach, kein schlechter Rechtsverteidiger. Ich glaube, dann hätten wir da aber einen zu viel. Da würde ich nur dem Flanagan da den Weg verbauen. Ansonsten glaube ich, ist jetzt nichts Interessantes dabei. Nicht wirklich. Linkes Mittelfeld hatte ich nochmal gesucht mit Stammspielerqualität. Perisic, Young, Muniain. Perisic ist natürlich auch nicht schlecht. Oder ich wage mich an den Königstransfer. Das geht auch. Das geht auch. Schauen wir mal. Weiter geht's. City wird auf 1 prognostiziert. Arsenal will Ateta nicht abgeben, aber ich glaube, brauche ich auch gar nicht. So, wir haben Wanyama jetzt hier erstmal. Maya 17,5. Ja, komm, dann spiele ich das Spiel doch mal. 17 Millionen. So, Scout-Abschlussbericht zu Victor Wanyama. Der hat eine 75er und scheint nicht so teuer zu sein. 3 Millionen, das könnte tatsächlich in Ordnung gehen. Dann hätten wir hier nochmal einen guten Sechser und dann wären wir auf der Position auch ausgereizt. Zumal der auch, glaube ich, sich relativ gut entwickelt. Pedro ist dann schon ein bisschen teurer. Ich biete damals 20. Der hat auch nur noch 2 Jahre Vertrag. Muss man mal schauen. Aber dann hätten wir auch einen guten Linksaußen. Vielleicht müssen wir auch einfach in Kaliber zurückgehen. Oh, 5 neue Nachrichten. Pedro soll 31 kosten. Southampton will 4,7. 23 Millionen. Manchester United, 23 Millionen Gündogan. Kann ich das zulassen, ist die Frage. Kann ich 23 Millionen für Gündogan zulassen? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich versuche mal, ihn zu bekommen. 23 Millionen ist echt günstig. Ich habe jetzt gedacht, dass er wirklich um die 30 kostet. So, Schalke hat erstmal hier die 17 für Meier akzeptiert. Der wird auch ein Rotationsspieler. Gündogan wäre auch echt krass. Dann kann ich Wanyama ja erstmal außer Acht lassen. Gündogan wäre echt nicht schlecht. So. Manchester United hat das akzeptiert. Vielleicht ist noch Zeit. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch 23 geboten, aber der wird jetzt wahrscheinlich jeden Moment wechseln. Da muss ich mich doch mit Wanyama zufrieden geben.
Erste Ligaspiel steht auch kurz bevor. Nee, abgelehnt. Wir haben ein Angebot von einem anderen Team erhalten. Okay. Meier hat aber akzeptiert. Das heißt, wir haben hier unsere erste große Unterschrift mit Max Meier. Noch eine weitere Option auf A10. Sehr schön. So, dann, ich müsste theoretisch einfach nur den Suso noch gegen den Linksaußen tauschen, meiner Meinung nach zumindest. Und dann noch den Wanyama holen. Ansonsten wären wir mit Transfers vielleicht fertig. Und vielleicht noch so ein, Jesel haben wir als Ersatzstürmer. Ich bin breit besetzt, ich kann aber auch nochmal gucken, ob ich eine Leihe einfach abbreche. Also, wir haben ja noch so viele Spieler, die wir verliehen haben. Mit Asaidi, Aspas. Was kostet das denn, eine Leihe abzubrechen? 990.000. Da breche ich jetzt ein paar Leihen ab. Und versuche die dann zu verkaufen. Ilori. Origi. Da hätten wir einen Linksaußen mit Origi. Der noch nicht mal schlecht ist. So, Susu erstmal auf die Transferliste. Genauso wie Aspas. Wenn wir durch den noch Geld bekommen. So. Achso, ich müsste jetzt ein Angebot für Wanyama mal machen. 4 Millionen. Oh, Wanyama? Ja, Wanyama. Oh, 4,7. Oh, der scheint richtig heiß begehrt zu sein. Da muss ich jetzt. Habe ich da gerade was geboten? Habe ich da gerade was geboten auf Wanyama? Ne, habe ich noch nicht. 4,7. Ja, dann biete ich die jetzt einfach. Ich will den haben. Beziehungsweise ich biete einfach. Nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, das Risiko. 4,8. Ah, ich muss den haben. Dann wäre der Kader echt sehr, sehr ausgeglichen. So. Wird wahrscheinlich nur noch gegen. Im Spiel gleich gegen Southampton gegen nicht noch spielen. Das Spiel sehen wir aber auf jeden Fall im nächsten Part. Das quetsche ich jetzt nicht auch noch in die Folge rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute, haut rein. Beim ersten Spieltag. Tschüss.